Jahre wieder Jedermann. Heuer Jedermann 2.0, wieder mit Lars Eiding und Verena Altenberger. Freust du dich schon auf die Inszenierung? Was erwartest du dir? Es ist reloaded, aber ich freue mich umso mehr, weil etwas Gutes und vor allem tolle Schauspieler kann man immer, und Schauspielerinnen natürlich, kann man immer gerne wiedersehen. Also ich habe schon sehr viel darüber gehört, dass alle nur davon geschwärmt haben, dass es das Hauptereignis hier sein soll. Vor allen Dingen, weil auch Lars Eidinger, der die Hauptrolle spielt, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler ist. Er ist für mich wirklich einer der größten Talente im Schauspielbereich, die wir überhaupt nur haben. Und von daher freue ich mich einfach sehr, heute hier dabei sein zu dürfen. Ist natürlich auch eine Ehre. Ich habe gehört, man kommt auch nicht einfach so hin. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier heute die Einladung bekommen habe. Das Besondere an dem Jedermann ist ja tatsächlich, dass es ein Mysterienspiel ist mit allegorischen Figuren, was, finde ich, in den letzten Jahren ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also es geht tatsächlich um Jedermann und nicht um alle und nicht um jede Frau, sondern um Jedermann. Und es ist ein Abgesang auf das Patriarchat. Ich stelle mich sozusagen stellvertretend als alter weißer Mann auf die Bühne und zeige oder präsentiere, wo eine von Männern dominierte Gesellschaft hinführt. Und ich finde, die heutige Zeit schreit nahezu danach, dass es eine weibliche Machtübernahme gibt. Man soll keine Fragen vor Premiere beantworten. Ich freue mich einfach jetzt so sehr, dass wir draußen spielen. Und jetzt freue ich mich einfach auf den Jedermann im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, das sind magische Orte. Ich glaube, so Venedig, Salzburg sind magische Orte. Es ist uns auch zu wenig bewusst, weil woanders fallen Bomben. Und diese Stadt wurde nie bombardiert. Natürlich, also der Domplatz ist die halbe Miete, also das ist schon, die Architektur hier ist Weltklasse. Das ist schon was Besonderes, wenn man dann merkt, wie der Wind geht, wenn die Sonne allmählich untergeht. Ich glaube, dass es für die Leute auch nochmal ein ganz anderes Spektakel ist, tatsächlich draußen. Ja, und es ist auch für draußen gemacht, das merkt man richtig gehend.